Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute eine Verbindung aufzeigen zwischen diesem Lied Hänschen Klein, was wir ja alle kennen, und dem Thema einer passiv-aggressiven Mutter. Also es kennt ihr ja bestimmt diese Mütter, die immer so leidend sind und auch wenn du gehst, ja, ich wünsche dir viel Spaß, aber ja, ich werde den Abend schon rumbringen. Und ja, wenn du dich da lieber da zu dir hin bewegst und mich alleine lässt, ja, ich schaffe das schon, alles Gute. Also vielleicht kennt ihr diese Schiene. Und jetzt zu dem Text Hänschen Klein. Also viele kennen ihn den Text in der Originalform. Hänschen Klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, ist ganz wohlgemut. Aber Mama weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind, kehrt nach Haus geschwind. Also ein Kind, wo nachgegeben hat, weil die Mama weint. Jedes Autonomiestreben des Kindes wurde beerdigt und das Kind kehrt wieder ganz brav zurück zur Mami. Und der Originaltext hat aber geheißen, also er stammt vom Franz Wiedemann, circa 1877 ist er geschrieben worden. Und zwar geht er so: Hänschen Klein ist in vielen noch ähnlich, geht allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut steht ihm gut, ist auch wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Wünscht dir Glück, sagt ihr Blick, kehr nur bald zurück. Viele Jahr trüb und klar Hänschen in der Fremde war. Da besinnt sich das Kind, ziehet heim geschwind. Doch nun ist kein Hänschen mehr. Nein, ein großer Hans ist er. Schwarz gebrannt, Stirn und Hand, wird er wohl erkannt? Eins, zwei, drei gehen vorbei, wissen's nicht, wer das wohl sei. Schwester spricht, welch Gesicht kennt den Bruder nicht? Kommt daher die Mutter sein, schaut ihm kaum ins Aug hinein. Ruft sie schon, Hans, mein Sohn, grüß dich Gott, mein Sohn. Also die Mutter hat im Originaltext das Kind in die Ferne ziehen lassen, sich abnabeln lassen, ihm alles Gute gewünscht und nach Jahren kommt der Hans wieder heim, freiwillig und wird, weil die Bindung natürlich Mutter-Kind am engsten ist, wird nur von der Mutter erkannt. Menschen, die vorbeigehen, eins, zwei, drei gehen vorbei. Die kennen ihn nicht, die Schwester kennt ihn nicht, aber die Mutter erkennt ihn. Da kann man sagen, das ist noch eine gesunde Situation, weil das Kind hat sich abnabeln dürfen, das Kind ist in die Welt gegangen und kommt dann irgendwann freiwillig heim. Und so kann es eigentlich sein. Und viele von uns kennen ja das, dass eine passiv-aggressive Mutter mit vielen subtilen Sachen uns Dinge ausredet, damit wir uns ja nicht von ihr entfernen. Und warum macht sie das? Weil sie vielleicht selbst eine ganz unzufriedene, unselbstständige, abhängige Persönlichkeit ist, mit keinem Selbstwertgefühl, mit keinem Streben nach Autonomie, keiner Selbstentwicklung, keiner Selbstentfaltung. Und dann braucht man die Kinder, um einen Lebensinhalt zu haben und um nicht alleine zu sein. Und das ist einfach die Tragik an der Geschichte. Und so wie der Hans hier einfach das gezeigt hat, so bei dem Originaltext, ich gehe in die Welt, die Mama weint zwar, ja, und es tut mir vielleicht auch weh, aber ich muss jetzt erwachsen werden, ich muss selbstständig werden, ich darf mein Leben leben. Und er kommt zurück, die Mutter freut sich natürlich, wenn er wieder da ist, aber er hat in dieser Phase ganz viel lernen können und viel reifen dürfen. Und das ist ja vielen von uns verwehrt geblieben, wenn man so eine passiv-aggressive Mutter hat. Man will zum Beispiel am Abend weggehen, man hat sich mit Freunden verabredet und dann ist so eine typische passiv-aggressive Aggression. Die Mutter sagt, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinen Freunden. Ja, amüsiere dich und ja, ich bin jetzt zwar alleine und vielleicht gehe ich ins Bett oder vielleicht schaue ich Fernsehen und ich denke aber immer an dich und aber ich wünsche dir ja ganz viel Spaß und
Ja, das Alleinsein ist nicht einfach, aber ich schaffe das schon. Und wie kommt es an bei uns? Dann kriegt man ein schlechtes Gewissen, kriegt man Schuldgefühle, wenn wir in diesem Sog dieser Mutter noch sind und trauen uns nicht, weil es ja dann der Mutter schlecht geht, wenn wir uns entfernen, unser eigenes Leben aufzunehmen. Und da kann man jetzt auch sagen, woher kommt denn das? Weil die Mutter die erste wichtigste Bezugsperson war. Und die Mutter hält uns ja klein. Die Mütter halten uns ja bei sich, indem sie uns einreden, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht selbstständig genug, wir sind nicht intelligent genug, wir brauchen bei allem sie, wenn sie uns keine neuen Erfahrungen machen lässt und uns überall so pseudomäßig, ich will dich ja nur beschützen, dass dir nichts passiert und fahr da besser gar nicht hin, weil das Wetter ist so schlecht oder es ist so weit. Und was ist dann, wenn du einen Unfall hast? Oder ja, dann bin ich nicht dabei. Also vielleicht noch subtiler, das kennt ihr vielleicht auch ganz gut zu Situationen. Schreibt es doch unten in die Kommentare, was ihr da kennt. Aber diese ganzen subtilen Mechanismen, damit man, wenn man als Kind oder auch als Jugendlicher oder als Erwachsener immer noch das Gefühl hat, ich mache jetzt mal was für mich persönlich. Ich will irgendwie Menschen treffen, ich will mich fortbilden, ich will in Urlaub fahren, dass immer dieses schlechte Gewissen, diese Schuldgefühle kommen. Die Mama sitzt aber alleine zu Hause und sie braucht mich doch. Und das ist einfach das große Tragik an dieser Situation, wenn die Mütter ihre Kinder nicht loslassen. Wenn die Mütter ihre Kinder halten mit Leiden, mit ich mein's doch nur gut, aber ich gehe lieber mit zur Wohnung anschauen, weil du hast ja noch nicht so viel Erfahrung und vielleicht ist der Vermieter böse und nicht, dass nachher dann wieder sagst, ja, hätt's mir doch geholfen oder sowas. Also so auf eine komische Art und Weise oder dass du nachher unglücklich bist, weil dir die Wohnung doch nicht gefällt. Ich gehe lieber mit, weil ich kenne dich doch so gut. Und stimmt ja auch, die Mütter kennen uns ja von klein auf. Und ich weiß es doch besser für dich, anstatt dass man das Kind mal freilässt und die eigenen Erfahrungen machen lässt. Und das ist einfach richtig, richtig, richtig schlimm. Und die Mütter, die leben ihr Leben über die Kinder, haben nichts Eigenes, haben keine eigenen Interessen, vielleicht läuft auch die Partnerschaft schlecht. Und dann braucht man die Kinder, damit man irgendwo einen Inhalt hat, wo man ein bisschen manipulieren, wo man ein bisschen kontrollieren kann. Auch die ganzen Mechanismen emotionalen Erpressung ein bisschen, dass die Kinder bleiben, dass die Mütter, dass sie nicht alleine sind. Und das ist tragisch. Schreibt mir eure Erfahrungen unten in die Kommentare, würde mich freuen. Alles Liebe, deine, eure Beate. Tschüss!